Heute gibt es mal wieder ein tägliches Shop-Video. Vielleicht kommen heute wieder Halloween-Skins in den Halloween-Skins in den Shop. Also, ich habe den Shop jetzt doch verpasst, weil ich es geschafft habe, Fortnite aus Versehen auszumachen. Wir haben ja immer von den linken, von der rechten Seite echt der Tensiv. Und dann ein ganz guter Mod. Dann die beschlagene Hacke. Kann man leider nicht sich anhören auf dem Handy. Dann auch noch Lightshow. War da gerade ein Fragezeichen? Hol ich vielleicht nochmal im Nachhinein beim Bearbeiten nach. Seht ihr, das sieht doch verdammt aus wie ein Fragezeichen. Könnte ein Fragezeichen sein. Fehlt zwar hier noch so ein Punkt, aber sonst sieht es aus wie ein rotes Fragezeichen. Dann das Skin-Nacht-Kommando. Erinnert ein bisschen an No-Skin, aber mit eigentlich sehr guter Kleidung. Gibt es diesen No-Skin? Ich glaube nicht. Wenn der alte Test ist. Und der Hängegleiter fliegender Fisch. Auch klar. Ein Sushi-Fisch. So, hier. Neue. Der Skin. Ich sehe überhaupt so, sind ja der Skin mit dem Rücken. Was war Keta? Dann der Lead-Schwinger mit Spitzhacke. Dann. Leiter heißer Schlitten. Ist wahrscheinlich sehr laut. Ja, der kann auch beim Anflug nervig sein. Dann der Skin Bühnenmonster mit Morgen. Das war Basstrommel. Dann der Skin Oblivion. Das war. Destabilisierer. Skins finde ich nicht so gut. Dann Kriterion mit dem Rücken, das war Stabilisierer. So, ist genauso, ist doch fast der gleiche. Ja. Terminus. Ist auch nicht so. Hängegleiter brauche ich jetzt auch nicht. Das war's dann auch schon wieder zum täglichen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.